MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Says of Decay. Mit THC. So, ja, genau. Fange ich mal richtig an. Euer THC mit Tusper gegen die Wand ist wieder mal dabei und spielt heute wieder mal ein Spiel mit Zombies. Genau. Und zwar spielen wir heute State of Decay. Werden vielleicht die ein oder andere schon gehört haben, denn es ist ein eigentliches Xbox 360 Spiel. Genau. Das habe ich dort die 60 Minuten Demo gespielt, die man dort im Xbox Live herunterladen konnte. Hat mir und tut mir immer noch gut gefallen. Und jetzt, hammermäßig, gibt es das Game auch coolerweise für den PC. Momentan im Steam Access Prozess, also eben noch nicht ganz so vollständig, aber eben schon auf dem PC importiert, hat dieselben Funktionen und so. Problem sind auch, die ganzen Buttons sind für die Controller angepasst. Darum habe ich natürlich mein Tool, was ich ja das Video zu Dark Souls 2 und so hatte, eben, wie ich den Controller im PC anschließen konnte. Ich kann also mit dem PlayStation 3 Controller, der einen Xbox 360 Controller imitiert, jetzt das Spiel mit einem Controller zocken. Ziemlich geil, oder? Ja, und mir hat das Spiel sehr viel Fun gemacht und ich denke mir, wir fangen das mal zusammen an. Ich möchte direkt von Anfang an sagen, die meisten gucken ja nie immer alles vollständig oder überspringen manchmal ganz gerne Sachen und so. Aber hier eine ganz kleine Info, bitte sagt mir doch, ob euch das jetzt gefallen hat, ob ihr davon vielleicht mal als Let's Play sehen möchtet oder sogar vielleicht mehr sehen möchtet. Wenn ja, mache ich mehr, wenn nicht, dann ist das das Endvideo und vielleicht spiele ich es dann mal alleine weiter. Und ja, ich denke mal, wir fangen jetzt mal einfach an. Eben, da sieht man schon, halte die RT gedrückt. Ja, super. Das ist in die Xbox-Taste und das bringt dann am PC ja nix. Holy shit, man! Holy shit! Hold on, I'm coming! Stirb! Stirb! Ja. You okay? One of those psychos tried to bite me, but yeah. Yeah, I'm fine. Well, we can't just stay out here in the open, that's for damn sure. Ranger Station? Ranger Station. Maybe we can find some help there. What the hell, man? We've gone 2 weeks and what? Everybody takes up cannibalism? Beats me. Stirb doch einfach hier. LB. Ah, das ist... ja, wie gesagt, man muss sich hier mal... Okay. Ja, unten rechts sind unser Leben, links da das blaue sind unsere, ja, Ausdauer. Wenn wir zuschlagen, verbrauchen wir die und rennen natürlich auch alles, wir können auch schleichen. Und das gelbe Astor, das ist unsere Waffe, die momentan ziemlich drauf geht. Ja, wir können auch hier ins Inventar glotzen und so. Ist es gerade ein bisschen schwer, weil ich eben einen PlayStation Controller habe. Hold up. Shit, these guys look messed up too. Yeah. Oh. Stay low and keep quiet. Maybe we can get past them without being spotted. Bäh. Das Spiel nimmt auch wieder mal, also ist ziemlich brutal, ne? Ja, ich spiele das Spiel natürlich mit einer Auflösung 1920x1080. Was ja eigentlich, glaube ich, gar nicht auf der Xbox so möglich ist, oder? Was sind denn nur 720p? Bin mir gar nicht sicher. Werde nichts Falsches sagen. Ja, und die Grafikeinstellungen sind auch auf Ultra, falls es jemand interessiert. So, okay. Das Spiel hat natürlich auch so einen ganz kleineren DayZ-Aspekt eben, ja, finden und suchen und alles. Komm her. Und da hast du auch direkt Spaß gemacht. Hat doch hier mal so eine... Ah, hier ist die Map. Cool. Voll geil, wenn wir so ein PlayStation Controller das Game zu zocken. Finde ich saugeil. Fast wie mit einem 360er. Ich habe ja 360er Xbox ja, aber eben leider keinen Adapter für den PC. Sonst würde ich den anschließen. Aber ist ja egal. Das hat man sich schon angewöhnt. So. Man, can anybody tell me what the hell is going on? What's going on is there's more of them up here than I expected.
We need to sweep the rest of the cabins for survivors. But I've got injured people here I have to tend to. Okay, we'll see what we can do. We will? I appreciate it. There's a water tower out back that has a good view of the campgrounds. Might be worth your while to climb up there and have a look around first. We've got some supplies in the locker over there. Take what you need and stay safe out there. Yeah. Warte, warte. Not now. Das ist die Taschenlampe. Gut. Aber jetzt weiß ich gerade wieder mal nicht. Ah, hier war das Inventar. Ein bisschen dran. Oder Markierung machen, oder? Genau. Man konnte ja auch rennen. Not now. Ah ja. Komm her. Komm. Komm, braver Zombie, braver. Oh, schon Kopf kaputt. Ah ja. Okay, der rote markierte Bereich ist ja wohl die nicht sichere Zone, aber so sicher ist sie auch nicht überall. Okay. Da ist ein Zombie. Ah. Linker Button. Ah. Better deal with this first. Wait. Today went downhill fast. No shit. Any chance we can just hole up here with the last of the tequila until this all blows over? Somehow I doubt it. Yeah. Me too. Not now. So, wo sind denn hier die ganzen Zombies hier? So, boxen wir euch mal alle um. Da oben ist einer, da ist einer, habe ich gesehen. Sterb! Komische Kamerasteuerung. Fähigkeit verbessern, okay. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, was ich ja nicht gedacht hätte oder so, ist ja auch einerseits, dass das Spiel auf dem PC, wenn es da so portiert wird und so, recht flüssig läuft. Also ich habe wirklich 60 Bilder pro Sekunde und das hätte ich, das habe ich überhaupt nicht erwartet. Also das muss ich sagen, ich habe auch nicht erwartet, dass auch recht grafisch noch recht gut aussieht. Was habe ich denn? Ah, ich bin erschöpft. Muss ich hier. Okay. Wir können hier wieder mal Sachen durchsuchen. Mal hier. Sehr schön. Here they come. Ich weiß leider. Ah, hier. Wir können Sachen. Sachen schneller durchsuchen. Indem wir die sogenannte Speed-Taste drücken. Das hat jetzt, also wir können durch das schnell die Sachen durchsuchen. Folgendes Problem ist aber dabei, und zwar macht er der hier. Und zwar das Problem ist, hier können wir rennen. Das Problem ist folgendermaßen, und zwar ist es so, durch das können wir zwar die Kisten schneller öffnen, aber werden schneller von den Zombies gehört. Also wenn wir es langsam öffnen,
dann werden wir nicht so schnell erkannt und auch nicht gehört. Und damit können wir dann auch verdeckt vorgehen. Wenn wir aber das schnelle Öffnen machen, also eben durch die Speed-Taste gedrückt halten und schneller die Kiste öffnen, werden wir eben auch schneller gehört. Ja, auch ja, schneller bemerkt. Trifft's eher. Ja. Wir müssen nach da unten und glotzen. Komm, ist ein feiner Zombie. Ich hab da gehört, wir können Fähigkeiten verbessern. Hm, steht wohl nix. Okay, die ganze Zeit mit den langweiligen Zombies rumzuschlagen, bringt ja auch nichts. Da hinten sind auch nämlich wieder welche. Aber das bringt ja auch überhaupt nichts. Wir wollen ja den Schüssen auf die Spur gehen. Ah, komm her, du Geil. Geil. Nicht feuern, okay. Ja, wie gesagt, ich kenne ja auch die erste Stunde. Es ist ja nicht irgendwie, ja. Da müsste sich nicht wundern, warum ich hier schon einige Dinge kenne und wie man drückt und was man tut und so. All quiet here. Ah, hier ist eine Kiste. Yeah. Ja. Sehr schön. Wow. Oh. Sieht aus, als ob die wohl Hilfe braucht. Oh, Vorsicht. Ja, richtig erschöpft hier. Hey, erstmal Luft schnappen hier. Bevor ich noch drauf gehe, hier ist ja Wahnsinn. Aside from being lost in the woods, attacked by psychopaths, and watching two of my best friends die? Yeah, I'm Peachy. Sorry I asked. So, is it this bad everywhere? Man, I hope not. We got some survivors back at the ranger station that seem to know what's going on. But we didn't have time for orientation. Well then, let's get the hell back there. You wanna take point, or should I? You want to know what worries me? They're setting up an infirmary in there. Like, why aren't they taking these? Ah, eben, ich kann auch wechseln zu. Und das hat dann noch den Vorteil, dass ich ihre Waffe nehmen kann. Das heißt, wenn ich ziele, kann ich auch schießen. So. 30 Schuss haben wir. Ja, Blödsinn. 36, oder? Das ist richtig. Also wir können jederzeit wechseln, es ist eben nicht richtig festgelegt. Das kann man sehen, wie man will. Einerseits ist es so, dass man keinen festen Hauptcharakter hat irgendwie und das sich richtig bindet, finde ich bis jetzt so. Aber andererseits kann man dann auch zwischen Stärken und Schwächen wechseln. Also wenn eine Figur eben mal in irgendeiner Form nicht irgendwo gut drin ist, können wir es dadurch eine andere Figur nehmen, die damit besser umgehen kann. Ob man jetzt Items tauschen kann, das muss ich mal gucken. Will ja nichts Falsches sagen. Aber wenn das geht, dann kann man da wirklich absolut rocken. Wenn wir hier schnell gucken. Alter, war das laut. Dann bin ich leider gestellt. Alter, also. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, auch wenn es mit der PlayStation 3 Controller ist, finde ich jetzt die Steuerung vom Aim her ist besser als jetzt beim als ich es an der Konsole gezockt hatte. Viel flüssiger eben. Wie gesagt, ich denke an der Konsole läuft sie eh nur mit 30 FPS und hier können wir auch sage und schreibe mal mehr nehmen.
Gucken wir mal. Wissen will er gerade nicht. Wow. Ja. Okay. Also wie gesagt, Gewehre sind dann doch recht stark. Jetzt einen kleinen Bug. Auf der Xbox konnte ich damit nicht so ganz so gut damit umgehen, aber wie gesagt, vielleicht macht sie das nur. Ich kenne Spiele eben öfters mit der PlayStation. Wahrscheinlich liegt es daran. Ich habe nicht mal ein Fernglas, aber. Wo muss ich noch hinglotzen? Ja, wie gesagt, das Spiel könnt ihr, so wie es jetzt ist, für so circa, was waren es, 18 Euro oder so, ich bin mir gar nicht mehr ganz so sicher, eben bei Steam kaufen. Was ich auch noch eben gehört habe, scheinbar soll es demnächst sogar mal Multiplayer geben und so ein Koop und so. Was absoluter awesome wäre, wenn das, wenn die das wirklich machen würden, wenn man das wirklich Koop zocken könnte. Geh mal weg hier. Wenn das wirklich so Koop zocken könnte, wäre es grandios. Dann wäre das Spiel wirklich nochmal ein Tick noch besser. Ja. Wäre dann das Dead Island besser. What the hell? I thought you said you had survivors holed up in here. They were fine just a minute ago. Well, obviously not anymore. Guys, guys, come on. We gotta at least check the place. Somebody might have survived. Ich glaube das selber nicht. He's gone. Yeah. Poor bastard. Well, let's see if he's got a wallet on him or something. What the hell, Ed? To check his ID, for Christ's sake. Shit! Guy! Lol. That guy was dead. I swear to God, that guy, he was dead. How the hell does that happen? I don't know, man. Doesn't make sense. We can't stay here. Come on, let's grab what we can and get moving. Gute Idee, würde ich mal sagen. Ach. Habe ich wirklich? Wirklich so viel Kugeln? Cool. Ich habe gedacht, ja, es ist Limits zum Tragen. Cool. Aber ich frage mich jetzt nur, ob ich das nur im Inventar nachladen kann oder auch so. Das habe ich jetzt echt keine Ahnung. Kommen. Könnte mich auch da hinten. Eine seltene Art des Homo sapiens Zombus. Hey. Ich sag, du bist tot, dann bist du tot. You don't miss much, do you? Anyway, we were on our way back when these psychos rushed us out of goddamn nowhere. What happened? You see me? You see Coltner Strand? Do the math. Huh. Awesome. Ich weiß, warum ich das Spiel so gern habe. Ist wirklich saugenial. Wenn ich da meine... Ah. Wenn meine ganzen NPC-Kollegen hier durch echte Leute ersetzen könnte, dann wäre das echt das awesomeste Game des Jahres, meiner Meinung nach. Also, das könnt ihr selbst auch nochmal entscheiden. Aber es ist auch cool gemacht eben daher, man schlägt nicht nur einmal drauf, sondern muss mehrfach drauf schlagen. Das ist halt eben so. Dad, are you there? Oh, shit. Hello? Can you hear me? Listen, we're stuck up here on Mount Tanner. My friend needs medical attention. Can you help us? Can you make it down to Spencer's Mill? Some of us are holed up at the church. If your friend doesn't look too dicey, we'll let you in. The church in Spencer's Mill. We're on our way. We'll, try not to look too dicey.
Well, listen, asshole. All right, we don't want any trouble. Damit. Und tot. Oh, das war nicht so gesund. Aber die Steuerung der Autos, ja, das ist auch awesome. Das ist wirklich sehr gut. Ah, geil, es hat funktioniert. Man kann nämlich auch runterfallen. Und dann muss man sich gegen eine Horde von Zombies wehren. Ohne Scheiß, man kann nicht runterfallen, dann muss man sich eben da wehren. Aber, wie gesagt, auf der Xbox ist mir das passiert. Aber hier, cool, ist geschafft. All we know is a bunch of crazy people tried to eat us. It started, what, 12, 13 days ago? At first it was just weird stories on the news. Random maulings, violent incidents at hospitals, black helicopters in the sky. Just strange stuff. I guess they were trying to keep it quiet. But that didn't last too long. People figured it out pretty quick. People who died, they don't stay dead. They come back as one of those things. I told you that guy was dead. Seems like the only way to stop them for good is with a shot to the head. Okay, dass die auch die Tür aufmachen können, wusste ich nicht. Aber ich finde es so super, dass die vorgehen, dann muss ich mich nicht drum kümmern. Sehr schön. Cool. Ah, verdammt, erschossen. Das ist blöd zum Zielen eben. LT hinten drücken und dann noch RB. RT oder hinten, ja. Bisschen doof. Gewöhnungsbedürftig hier auch. Stirbt an irgendeiner Krankheit. Where were we? Seems like the only way to stop them for good. Okay, das muss auch noch ein bisschen. Anything else, they just keep coming. Cool. Sehr schön. Okay. Ich denke mal, wir sollten mal weiterziehen. Ja. Komm schon. Du willst es doch auch. Where were we? Bam. So you're saying those things are zombies? I don't know. Maybe it's some kind of messed up supervirus. Maybe it's radiation from outer space or black magic or the Hold on. Ah, so egal, was sie sind. Where were we? I don't know. Maybe it's some kind of messed up supervirus. Maybe it's cool, die können hinten anschauen, so. Or black magic. Or bam, bam. Freaking God. Ich muss ganz ehrlich, ich habe mich so tierisch drauf gefreut, ey. Dass sie das Game auf dem PC rausbringen. Das haben wir so gewünscht. Super, haben wir das gemacht, ehrlich. So. Ihr habt echt, das meiste ist ja so, wenn es importiert, also von der Konsole auf dem PC importiert wird, ist es scheiße. Aber ich kann echt nur sagen, wer Bock auf ein richtiges Zombie-Spiel hat hier in Third Person und so und eben am PC eines sucht, holt es euch. Diese 18 Euro da, die sind es echt wert. Es hat hier Ladepausen gegeben, wo wir kurz gerugelt haben. Aber ich finde, es ist eines der Open World Spiele, wo ich sagen muss, das spiele ich noch recht gern. Da haben wir noch Dings, aber...
You want to confess that we killed her father and stole his radio before they patched you up? Yeah, okay, maybe we leave that part out. Hm. Oh, du fängst sogar an zu rauchen, ist auch noch interessant. Lily, do you invite these strangers? I'm good, you made it. That one doesn't look so good. Name's Ed. Pleased to meet you. Come with me, son. We'll see to those. God damn it! We got enough trouble without bringing in another freeloader to use up all our medicine. Real nice, Alan. I offered them shelter. I'm letting them in. Us freeloaders have to stick together. Girl's got the common sense God gave a tree stump. You're worse than your brother. Come on, I'll give you the nickel tour. Das wird hier unsere neue Hauptzentrale für die nächste Zeit sein, denke ich mal. Oh, sein neues Zuhause. So schnell geht das, Leute. Also wenn ihr abdachlos seid, müsst ihr einfach nur Zombies kommen. I spend most of my time here, using the radio to coordinate everyone. Okay. Coole Sache eben. Ja, kann man vielleicht noch aufrüsten? Ich weiß es nicht. Sam's our unofficial in-house chef, but well, there's only so much anybody can do with canned soup and pork rinds. Seriously though, rule number one, all the food stays in here and it stays sealed. You wouldn't believe how fast rats get into things otherwise. We learned that one the hard way. Sleeping quarters? Hope you don't mind sharing. We're pretty tight on space here. Alan's been saying we should move to someplace bigger. But my dad's a carpenter, and he says we could build like a dorm room or something to get more space. How many people do you have here? I think you've met just about everybody, except maybe my brother and my dad. They're out scouting for supplies, I think. I haven't heard from them in a while. Rest easy, son. How do you feel? Like somebody took a weed whack in my fucking neck. Guck mal, kann man Barrikaden hier bauen, so à la Black Ops 1 hier. Dann folgen wir dir mal. Could be a sign of infection. We'll need to get Dr. Hansen out here. I'll see if I can get him on the radio. Thanks, I appreciate the hospitality. Do not forget to entertain strangers, for by so doing, some have unwittingly entertained angels. How about that? I might be an angel. Look, I didn't want to say this in front of your friend, but fever is a bad sign. Especially after a bite. Pastor Will's going to try and get Doc Hansen to come down and take a look at him, but if he doesn't get some antibiotics, he's probably not going to make it. If it comes to that, I promise Alan will take care of him. Bullet to the brain before he turns. It's for the best. Jesus, Lily, he's not a rabid dog. Don't you get it? More of us didn't make it than did. We can't be soft-hearted about this. Not anymore. We need medicine here anyway. You can't be sick. You understand? No one can be sick. So that's it, huh? Nice to meet ya. Would you prefer to be shot in the face or kicked out on your asses? No, it's... Okay, look. We're barely hanging on here as it is. Medicine was some of the first stuff to run out. We don't have any to spare for your friend. I'm sorry. That's just the way it is. What if I find some more? Will that pay our rent? Yeah, okay, sure. If you can find a place to get more medicine, I'll make sure your friend has a place to stay. His name is Ed. I know. If you need to resupply before you head out, check the locker. Nobody minds if you're getting shit done and you need extra stuff. Just don't take shit you haven't earned. Okay. Here. You lost me. There's a cell tower behind the swine and bovine. From up there, you should be able to get a good look at the town. Maybe you'll spot some place to find medicine. Appreciate it. Just hurry, okay? I'm not sure how long I can rein Alan in. So. Wie viel Kugeln habe ich noch? 10. Neun Millimeter, 45er Kaliber, 22er Kaliber.
7,62 Millimeter. Hm. 5,56 mm wird auch verwendet, ist NATO-Standardmunition, das stimmt hier sogar, und ist sogar auch im, kann im Schweizer Sturmgewehr 90, 52, also 552 und 553er verwendet werden. Nur umgekehrt, die Schweizer Sturmgewehr-Munition kann nicht in NATO-Waffen verwendet werden, obwohl es genau dieselbe Größe hat, aber NATO-Munition passt in die Schweizer Sturmgewehre, falls es mal jemand interessiert hat oder so, oder es nun mal angesprochen haben. Kann ich hier nochmal. Ups. Na egal. Gut. Die Kugeln kann ich nicht verwenden, da ich kein Gewehr habe, das das verwenden kann. Medikamenten, wie gesagt, hin. Son of a bitch. Can't trust anybody to know this shit around here. I'm not sure. We don't get some more food soon. We're gonna start having riots. Das Auto qualmt. Warum? Jetzt bin ich hier allein oder was? Na egal. Ups. Ey, caramba. How'd you all end up at the church, anyways? I don't know. At first it just seemed like the place to go, you know? End of the world and all that. Then we started hearing about how bad it was getting. Other people tried to go it alone and ended up... Well, better deal with this first. Good sightlines. Ah, hier kann ich hier hoch. Das heißt, hier hochklettern. Wo ich auch noch vielleicht hinweisen könnte, ist, scheinbar gibt es immer wieder ganz kleinere Bugs, auch bei Dialogen noch, scheinbar, also falls ihr irgendwas abhaken sollte, liegt wahrscheinlich auch an der Importversion. Ja, es gibt immer irgendwelche Schwierigkeiten, aber ansonsten muss ich sagen, ich wollte das, glaube ich, vorhin gesagt haben, eben, also es läuft sehr, sehr stabil, es ist mir erstens noch nicht abgestürzt, zweitens funktioniert die Steuerung, dank auch meinem Tool eben, was ich nicht erwartet hätte, dass es so gut funktioniert. Zweitens einmal ruckelt es nicht und es läuft sogar mit momentan, je nachdem wie es aussieht und so, 40 bis 60 FPS. Und das ist für ein importiertes Spiel von der Konsole auf so, ne, recht gut. Gut, man muss auch sagen, dass eine Resident Evil, wie hieß das jetzt nochmal, weiß mir ganz genau, das war ja vom 3DS auf dem PC importiert und so. Und das lief ja auch recht gut. Also ich habe es ja auch gespielt und das ließ sich auch gut spielen. Okay. Somebody's broadcasting something. Zombie Horde. You folks got any room at the inn? You might want to go check it out. There we go. Das Wichtige ist, dass wir jetzt eigentlich ehrlich gesagt mal Medikamente finden. Der Rest ist und Baustelle. Lagerhaus. There we go. Das sieht nicht so aus. Ist das da hinten ein Hospital? Also Benzindinge, Tankstelle, ja super. Da war ich auch schon mal. Das ist ein Lebensmittelladen, oder? Kneipe. Und du bist Postamt, naja. There we go. Tierklinik. Okay. Also die Tierklinik, ja, da gibt's auch Antibiotika. Ich meine, was Tiere nehmen können, können wir Menschen ja denke ich auch nehmen, oder? Ah, cool, wir können auch runterrutschen lassen. Die Speed-Taste. Geile Scheiße. Komm, springen wir einfach. I'm sending Alan and Sam to meet you at the clinic. Alan. Da, schluck eine Beruhigungspille. Thanks. It was that, or let him stay here and keep grumbling about kicking you and Ed out. Point. Stirb. Ah, Problem gelöst. Okay, looks like no zombies were close by. Okay, looks like no zombies were close by. Okay.
Sehr schön. Komm her. Komm spielen. Ja, genau das willst du doch auch. Stirb doch einfach endlich. Okay. Ich kann die Türen zumachen. Stirb einfach. Shit. Gott hier. Kackendreck. Geil. I need a breather. I got nothing left. What Alan's trying to say is cars make noise. Zeds like noise. Plus, they don't exactly go on trees, and we only got so much fuel to keep them running. So we gotta be careful about when we use them. Okay. Suchen wir halt eben etwas länger lieber. Wenn wir dann ganz zu laut sind. I'm already loaded down here. Nein, ich verdrück mich jetzt wieder die ganze Zeit. Gucken, ob da Überlebende sind. Das war leider immer keine Nahkampfwaffe. Glad you stopped by. Fact is, what do you think? Thanks. You just saved our lives. Watch my back. Yeah. Okay, sehr schön. Okay, loading up. Na?
stirb. Da ist schon wieder in die Luft geflogen. Okay, this is looking good. Almost out. Okay, so im Nahkampf ist eben nicht die Stärkste. Dann stirb einfach. So, irgendwo mal eine verdammte Nahkampfwaffe sein. Scheint mir mal irgendwie nicht so der Fall zu sein. So war das auch nicht gemeint. Stirbt doch einfach. Wenn wir weiter sammeln. Shit, I like to see. Let's go. Let's move. Better get ready. We'll be on them soon if we keep going. I'm up here. Ah ja, Zombie-Horde ist mir Wurst. Zombie-Horde eliminiert. Bam. Sehr schön. That's the kind of shit I like to see. Oh, Leute, ja, Leute, ich habe 43 Minuten sind wir jetzt dran hier. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, in die Kommentare rein. Wenn ihr mehr von den Games sehen wollt, könnt ihr es gerne schreiben, dann let's play das Game sogar und spiel sogar weiter. Ansonsten könnt ihr das Spiel auch bei Steam für 18 Euro kaufen. Und ja, und denke mal, das war's von THC mit Toastbrot in die Wand und seinem Zombie Disaster State of Decay. Ja, und wir sehen uns auf YouTube. Danke fürs Zusehen, euer THC.